Hallo, da sind wir wieder. Endlich gibt es wieder ein Video von uns. Ja, wir hatten uns jetzt eine längere Zeit eine ungewollte Pause gegönnt. Oder aber genommen. Es war jetzt einfach viel zu viel los und ging ja eigentlich auch nur um Auszug und Kisten schleppen. Einfach Sachen, die so ein bisschen unsexy sind. Und wir dachten uns, es wird kalt und wir haben auch immer weniger Zeit, um in den Süden zu fahren. Deswegen konnten wir auch keine qualitativ guten Videos schneiden und haben gedacht, wir fangen einfach erst wieder an, wenn wir wieder on the road sind. Und hier sind wir, mitten in Frankreich. Ja, in einem vernebelten Morgen. Ja. Bei 4 Grad. Ja, arschkalt. Fängt Vanlife schon mal gut an, ohne Standheizung. Ohne Standheizung, ja. Wir fangen jetzt erstmal an und fahren jetzt weiter, würde ich sagen. Ja. Und erzählen euch dann unterwegs, wieso die letzten Wochen für uns waren. Wir wollen auf jeden Fall so schnell wie möglich in den Süden. Richtung Spanien. Ja, und jetzt stehen wir hier bei so einem kleinen Bauernhof. Mhm. Den Parkplatz haben wir bei Park for Night gefunden und der Bauernhof hat wohl so einen Hofladen. Dann gehen wir jetzt mal reinschauen. Erstmal rein, genau, bevor es dann weitergeht. Let's go. Raus sind, wo wir übrigens sehr leckeren Honig, der wird auch hier produziert, und Apfelsaft uns geholt haben, noch von den Besitzern eingeladen zum Apfelsaft trinken. Und die pressen da gerade frischen Apfelsaft und dann durften wir da zuschauen und leckeren Apfelsaft kosten. Auf nüchternen Magen. Auf nüchternen Magen, es krummelt schon so ein bisschen. Haben wir jetzt hinter uns gebracht. Mal wieder. Hört sich an wie so eine Last. Haben wir hinter uns gebracht. Es war anstrengend, so viel zu essen. Ja, macht müde. Können jetzt wir uns bisschen, ins Bett kuscheln. Ja, sind jetzt ein bisschen im Futterkoma gewesen. Aber jetzt packen wir es und fahren weiter. Wir wollten ja noch erzählen, wie so die letzten 3 Wochen waren. Und wie Melli ja schon gesagt hat, haben wir viele Kisten einfach geschleppt. Wir haben quasi in der dritten Wohnung unsere ganze Wohnung leer geräumt. Hier haben wir so ein klitzekleines, süßes Auto gestellt bekommen von unserer Freundin. Da geht nicht viel rein, aber wir sind froh, dass wir ihn überhaupt haben, weil mit unserem großen Bus geht noch weniger rein. Hätten wir wahrscheinlich die ganzen Möbel demoliert, ne? Und jetzt haben wir schon ein paar Sachen drin und mal schauen, wie wir das jetzt reinkriegen. Das ist ein bisschen wie Puzzle. Ja, ich krieg meinen zweiten Fuß nicht hoch. Ah, man wird langsam alt. Viele Möbelstücke an die Familie weitergegeben. Ja, die haben sich natürlich die schönsten Möbelstücke erstmal gesichert. Das war ziemlich cool, weil so bleibt es halt in der Familie oder halt auch bei Freunden. Hallo! Juhu! Ja. Ich freue mich. Und bist du zufrieden, wie die Couch ausschaut? Ja, super. Ja. Sieht richtig schön aus. Cool, ne? Okay. Ja, jetzt bist du auch mal dabei. Okay. Gute Nacht. Ciao.
Und wir haben aber auch super viel gespendet, waren auch im Sozialkaufhaus in Mannheim, haben viel bei eBay Kleinanzeige verkauft, also wurde auch sehr viel abgeholt, ne? Ja. Und wir haben aber auch eigentlich immer gedacht, wir haben super wenig und dann hatten wir doch im Endeffekt viel mehr, wie wir dachten. Ja, das war ja irgendwie richtig viel und es war auch, das hat auch sehr müde gemacht, weil es war auch immer so diese, ja, so eine emotionale Belastung, ja. Das mit dem Aussortieren, was behält man, was verschenkt man, was verkauft man, irgendwie war doch dieses... so eine leichte Überforderung auch, ne? Ja, so dieses Aussortieren war irgendwie doch gar nicht so einfach, wie man... So eine Reizüberflutung auch. Dadurch waren wir halt auch leicht überfordert, weil wir einfach super viel entscheiden müssten. Ja, genau, diese Entscheidungen. Ja, das war echt. Das war anstrengend. Anstrengend. Deswegen sind wir froh, dass es jetzt vorbei ist. Ja. Ganz zum Schluss haben wir sogar noch unseren Kühlschrank verkauft. Ich freue mich wirklich, denn wir haben unseren Kühlschrank verkauft. Also freue ich mich nicht nur für die Kamera, sondern ich freue mich wirklich. Genau, sonst hätten wir den heute noch von dem dritten Stock runtertragen müssen. Wo wir noch nicht dachten, also oder nicht wussten, ob wir den verkaufen, dann hatten wir gar keinen Bock, den dritten Stock runterzutragen, weil es war so ein riesen Kühlschrank. Ja. Naja, aber zum Schluss haben wir den in der Wohnung lassen können. Yes. Genau, der Vermieter hat es dann quasi jetzt abgekauft und das war die einfachste Lösung für uns. Ja, dann haben wir uns im Rathaus bei meinen Eltern angemeldet. Also offiziell haben wir da jetzt halt unsere Anschrift. Und auch ein kleines Zimmerchen, ne? Mit unseren paar Sachen, wo wir jetzt auch die letzten Wochen verbracht haben. Ja, das ist übrigens unser Schlafzimmer. Klein, aber fein hier. Na? Hier schon ein paar Sachen zusammengepackt. Und ja, immer was zu tun hier, immer was zu tun. Ja, und dann ging es eigentlich so in der letzten Woche, bevor wir jetzt wieder losgefahren sind, darum, hier den Bus irgendwie startklar zu machen. Ihr habt ja in einem der letzten Videos gesehen, dass wir uns ein neues Seitenfenster haben einbauen lassen oder selbst gemacht quasi, haben das selbst eingebaut und jetzt gibt es noch eine Neuigkeit und zwar haben wir einen Schuhschrank gebaut. Am Eingang haben wir noch ein Schränkchen gebaut, zeigen wir euch gleich. Ja, das ist richtig schön geworden, Hälfte Kork und ansonsten halt aus vielen Holzresten, die wir noch auch bei uns zu Hause gefunden hatten. Ja, genau, weil wir die Schuhe einfach ein bisschen besser ordentlich haben wollten und das dauert natürlich alles immer länger. Genau, als geplant, als gedacht. Aber jetzt sind wir wieder unterwegs, ja, mit weniger Gepäck und... Ja, fühlt sich irgendwie an, als hätten wir mehr als jemals zuvor, muss ich sagen. Also, das stimmt. Alles jetzt auf 8 Quadratmeter zu haben und ja, das fühlt sich einfach sehr, sehr schön an. Soll ich sagen, wir machen jetzt die Küche? Ja. Und fahren dann weiter. Okay. Oder? Ja, hört sich gut oder an. Wolltest du was sagen? Ich würde im Bett liegen bleiben, du kannst die Küche machen. Ich auch. Okay, und dann fahren wir weiter. Ich glaube, du fährst weiter, oder? Hast du gesagt? Hast du Bock? Na gut. Wir gucken mal, vielleicht spielen wir eine Runde Schnick, Schnack, Schnuck. Eigentlich fahre ich ja immer sehr gern, aber Melli möchte auch mal fahren. Nee, ich möchte gar nicht. Ich will einfach nur den David mal entlasten. Aber eben hast du gesagt, du möchtest Auto fahren. Naja, wir schauen mal, wer heute weiterfährt. Du fährst und ich schlaf hier hinten. Oh, das wäre schön. Dann lege ich mich dazu. Können wir autonomes Fahren machen. Und es ist Melli, die fährt. Okay, lass uns mal überraschen. Ja, jetzt eben haben wir für 150 Kilometer 23 Euro bezahlt. Vorhin haben wir für 100 Kilometer 38 Euro bezahlt. Und gestern, das war ganz, ganz verrückt, da haben wir für 360 Kilometer 35 Euro bezahlt. Das wissen wir nicht, ob wir die 38 Euro bezahlt haben, weil wir da länger Rast gemacht haben an einem Platz. Kennt sich da jemand aus? Ja, wir haben halt ein bisschen Rast gemacht und so ungefähr eineinhalb Stunden in Ruhe gefrühstückt und ein bisschen gechillt. Aber eigentlich liegt das ja nur in den zurückgelegten Kilometern, denke ich mir. Eigentlich ja. Weil es kann ja auch ein Stau sein. Man kann ja nicht sein, dass man dann bestraft wird,
weil man halt ein bisschen langsamer oder länger unterwegs ist. Nee, das wäre ja Schwachsinn. Ja. Also Maut haut ganz schön rein, aber wir wollen ja schnell in den Süden, damit es schön warm wird. Den Stellplatz, den wir uns heute rausgesucht haben, der wird schon mal ein bisschen wärmer. Da, wo wir heute Morgen aufgewacht sind, da wird es heute Nacht 0 Grad, glaube ich. Oder 1 Grad. 2 Grad. Und da, wo wir jetzt hinfahren, da werden es 4 Grad. Also das ist auszuhalten. Schlagen. Ja, war unterm Bett noch ein bisschen kalt, gell? Aber die Nacht war trotzdem richtig angenehm. Jetzt scheint auch die Sonne in den Van. Es ist richtig schön warm jetzt hier drin. Und wir haben uns auch echt super wenig bewegt die letzten 2 Tage. Und wir haben eigentlich ein richtig schönes Örtchen gefunden gestern Abend. Und die Sonne scheint so toll, dass wir jetzt auf jeden Fall eine Runde spazieren gehen möchten. Genau, und dann wollen wir weiterfahren Richtung Süden. Schön warm hier drin und jetzt gibt es erstmal richtig dickes, fettes Frühstück. So, mal schauen, was das Olivenöl hier drin macht. Ah, immer noch sehr dick, aber nicht mehr eingefroren. Oh wow, also kann sein, also irgendwie lieben wir das Frühstück, ne? Kann sein, dass wir nämlich schon wieder leicht übertrieben haben. Überhaupt nicht, ich habe so einen Hunger. Ja, es gibt hier Nudeln von gestern, das kleinste Porridge der Welt, selbstgebackenes Brot von gestern Abend noch. Ja. Melli kann nicht abwarten, er hat schon mal angefangen zu futtern. Und ja, wir haben nämlich gerade auch ein Gewinnspiel gehabt. Und zwar haben wir einen von diesen wunderschönen Kinto-Bechern verlost auf Instagram. Wir haben nämlich noch beim Ausmisten einen gefunden. Wir hatten eigentlich 3 Stück gehabt, aber wir brauchen ja nur 2. Und dann haben wir gedacht, wir verlosen einen an euch. Vielleicht müssen wir sowas auch mal bei YouTube machen, fällt mir gerade ein, ne? Ein schönes Verlosungsgewinnspiel auf YouTube. Können wir noch mal irgendwas beim Ausmisten finden, was wir nicht brauchen? Ja. Also wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen was dabei. Mal schauen, was uns noch so einfällt. Jetzt wird erstmal gegessen und dann wollen wir heute zum Strand fahren. Es sind nämlich nur noch 300 Kilometer. Am Strand einschlafen, das wäre schön. Okay, aber erstmal stärken und dann geht's weiter. Melli ist jetzt gerade noch mal schnell in den Baumarkt gehuscht. Und wir haben nämlich die Idee bekommen von jemandem von euch, dass wir uns einen Windlichtofen bauen sollen. Und dazu brauchen wir nur 2 Sachen. Und zwar ein Windlicht und einen, wie heißt das nochmal? Ein Tontopf. Ja. Davon hatten wir einige zu Hause. Die stehen jetzt alle bei meinen Eltern. Und ich bin mal gespannt, ob sie was finden kann. Denn das hier sieht eher aus, als wäre das so ein Großhandelsbaumarkt. Nur so ein Lager. Ich weiß nicht, wo der Hauptdings ist. Das ist irgendwo da hinten, woanders. Auf jeden Fall nicht hier. Muss man weiterfahren. Also neuer Versuch. Neuer Versuch. Ah, meine Maske hängt in meinen Ohrring. Oh no. Genau, ich habe hier was rausgesucht für diesen Tontopfofen. Ihr habt schon gesagt, wir brauchen ein Windlicht, ein Tontopf. And that's it, oder? Teelicht. Jetzt habe ich keinen Empfang. Na gut, Leute, während Melli nach Empfang sucht, das hier ist ein Baumarkt in Frankreich. Und du gehst da jetzt mal rein und ich warte hier und suche unseren nächsten Stellplatz raus. Okay. Daumen drücken.
wir stehen im grünen Bereich. So, und der Platz gefällt dir, Schatz? Ja, der gefällt mir besser. Ist immer so eine Gefühlssache einfach. Manchmal gibt es Plätze, da fühle ich mich so unwohl und irgendwie so beklemmend. Und dann mag ich da nicht so gern bleiben. So, und ich mache jetzt hier vorne die Thermomatten dran. Und dann baue ich mal unsere Windlichtheizung. Das hat schon, finde ich, so eine weihnachtliche Stimmung irgendwie, oder? Ja, vielleicht ist es ein bisschen klein, aber wahrscheinlich, wenn man noch 2-3 Teelichter mehr reinmacht, dann wird es wahrscheinlich noch wärmer sein. Ja, dann knallt die Wärme noch mehr raus. Ich weiß gar nicht, ob man mich hier sieht, aber der Platz hier, der sieht auf jeden Fall richtig, richtig nice aus. Aber es ist jetzt schon zu dunkel und ich versuche mal morgen vielleicht eine Drohnenaufnahme zu machen. Genau. Oh, der Mond. Ja, der Mond geht auf und wir gehen jetzt quasi was essen und dann ins Bett. Heute kuscheln wir jetzt mal ein bisschen früher ins Bettchen. Ja, mit unserem schönen, richtig begeistert. Guck mal, wie schön das aussieht. Und da noch ein Licht und da noch ein Licht und da noch ein Licht. Kann uns gar nicht kalt werden. Nein, ist auch mal richtig schön warm hier drin, obwohl wir noch nicht mal die Thermomatten dran haben. Ja, ne? Boden ist gefroren. Diese Nacht war die kälteste Nacht und es waren Minusgrade draußen, weil der Boden hier ist komplett gefroren. Unser kleiner Teelichtofen hat ein bisschen was gebracht, aber wir haben gestern Abend noch herausgefunden, dass wir eigentlich 2 Tontöpfe brauchen. Also einen größeren, der über den kommt, also einen kleineren und einen größeren. Dann würde das mehr bringen. Ja, aber im Endeffekt, was bringen da 3 Teelichter, wenn es draußen halt Minusgrade hat. Aber wir haben es überlebt. Frühmorgens ist dann halt immer die kälteste Zeit, so ab 6 Uhr. Aber dann haben wir uns einfach die Wärmflasche nochmal warm gemacht und uns nochmal ins Bett gelegt. Jetzt geht's eigentlich, wenn die Sonne scheint, ist echt schön und heute werden es auch 14, 15 Grad hier. Und jetzt fahren wir aber wirklich zum Strand und wir wollen ja nochmal kurz im Baumarkt anhalten und uns noch so einen zweiten Tontopf holen. Sicher ist sicher. Heute Nacht sollen es aber 8 Grad werden am Strand. Also hoffe ich, dass die kalten Nächte jetzt ein für alle Mal vorbei sind. Und ja, freuen uns mal auf den Strand. Gutes Wetter und wir sind auch fit. Genau, Melli macht sich drin jetzt noch fertig und ich guck mal, dass ich das Auto startklar mache. Hoffentlich springt er an bei der Kälte. Hat er nämlich manchmal so seine Probleme. Wee-o. Wir sind angekommen und ich glaube, wir haben einen grandiosen Sonnenuntergang. Aber was soll ich sagen, wir sind hier nicht alleine. Ein Auto und tada! Jo. Aber dafür kostet der Platz nur 10 Euro, glaube ich, die Nacht, ne? Ja. Und schaut mal hier, wir stehen hier direkt an den Dünen und haben richtig schön Sicht nach außen. Und ich würde sagen, jetzt gucken wir uns gleich jetzt mal den Strand da oben an. Ja. Was Wärmeres anziehen, aber. Ja.
wir haben es echt geschafft. Wir sind am Meer, Schatzi. Wow. Vor 3 Tagen noch im kalten Deutschland und jetzt sind wir im kalten Frankreich. Aber am Meer. Ja. Wir brauchen nur so Neoprenanzüge wie die Surfer. Dann wird uns auch nicht mehr kalt. Ja, wir genießen jetzt auf jeden Fall noch den schönen Sonnenuntergang. Und dann kochen wir uns was Leckeres und dann gucken wir, dass wir es morgen nach Spanien schaffen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir sind angekommen. Ja, auf einem Stellplatz auf fast 400 Meter Höhe. Ja, ich weiß auch nicht, hier ist halt alles ein bisschen bergig und jetzt kommen auch ein paar Wolken auf. Es soll heute Nacht unten im Tal 9 Grad werden, das heißt hier oben werden es wohl 5 Grad. Ich hoffe, das ist die letzte kalte Nacht, aber gut. Wir machen es uns drinnen gemütlich. Morgen wollen wir in die Stadt nach San Sebastian. Es gab übrigens keine Grenzkontrollen, wie wir hier nach Spanien eingefahren sind. Und deswegen haben wir uns jetzt hier relativ schnell einen Stellplatz ausgesucht. Es ist richtig schön und wir machen es uns jetzt hier gemütlich. Melli guckt jetzt hier still und heimlich noch nach anderen Stellplätzen da hinten auf dem Handy. Eigentlich hat sie, glaube ich, keine Lust hier zu bleiben. Aber ich habe jetzt auch keine Lust mehr weiterzufahren und die Aussicht da hinten ist halt auch einfach sehr vielversprechend. Ja. Und dann, glaube ich, knallen wir uns jetzt da nach hinten rein und ja, sehen uns dann auf jeden Fall im. Hast du ein bisschen Musik? Ich wollte gerade das Video bearbeiten. Ja, genau. Dann bearbeite du mal das Video und ich wünsche euch alles Gute. Macht euch auf jeden Fall die Glocke weg und abonniert unseren Kanal. Nicht vergessen. Und wenn euch das Video gefallen und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auch gerne einen Daumen da. Und dann sehen wir uns nächste Woche Sonntag, dann auch mit ein paar Einblicken aus San Sebastian und hoffentlich von schönen weiteren Stellplätzen. Also, bleibt wie ihr seid, macht's gut und schaltet nächste Woche ein. Tschüssi! Abenteuerleben, das ist Abenteuerleben. Okay, niemand hat gesagt, dass Vanlife einfach ist. Wir müssen weiterfahren, wir haben hier nämlich gar keinen Empfang. Und es ist, glaube ich, auch ganz schön kalt. Und ja, irgendwie brauchen wir ein bisschen Internet. Ist leider so, sorry. Manche denken sich, mein Gott, aber... Ja. Und es laufen halt auch wirklich sehr, sehr viele Leute an unserem Bus vorbei. Genau, es ist halt schon ein bisschen touristisch. Schauen Sie hier, sind so viele Autos. Das ist so ein kleiner Aussichtspunkt. Deswegen fahren wir jetzt einfach mal ein Stückchen weiter.